Danke für die SPD, all denen unter euch und unter Ihnen, die mitgeholfen haben, diese Kandidatur bei uns, in unserer Anhängerschaft, in der SPD, bei unseren Freundinnen und Freunden populär zu machen. Denn ich weiß natürlich, dass am Anfang einige gedacht haben, wieso stellen jetzt die Sozialdemokraten und die Grünen auf einmal jemanden auf, der gar nicht bei uns Mitglied ist, der, sagen wir mal, eher eine, wenn überhaupt, eine Äquidistanz zu Parteien hat, zu allen ein bisschen distanziert, kritisch, freundlich, mit Ausnahme einer Partei. Das ist nun deren Problem, dass es bei denen anders ist. Aber jedenfalls der, sagen wir mal, jedenfalls nicht klassisch der SPD oder den Grünen zuzuordnen ist. Wieso habt ihr das gemacht? Und wir haben nach ganz wenigen Stunden überall aus Deutschland die Nachricht bekommen, Mensch, das ist eine gute Idee. Ja, zeigt mal, dass es auch Ämter geben muss, gerade wenn ein solcher Rücktritt doch die Menschen verwirrt hat, wenn die Leute sich unsicher fühlen, dass sie nicht mehr so richtig wissen, was sie vereint mit den Parteien, demokratischen Institutionen unseres Landes, dass es dann eine Gelegenheit geben muss, auch für das Amt, wo die meisten Menschen sagen, ja, das wollen wir, das akzeptieren wir, dem fühlen wir uns sozusagen gut vertreten, dafür jemanden aufzustellen, der nicht klassisch nur aus einer Partei kommt, sondern der eine große persönliche Erfahrung als Bürgerrechtler, als jemand, der für Demokratie und Freiheit zu Zeiten eingetreten hat, wo das gefährlich war, und der mitbringt sein ganzes Leben und sein Pathos dafür, Freiheit und Verantwortung zusammenzubringen. Und der sagt, das ist ein gutes Land, wir haben Schwierigkeiten, aber es gibt kein besseres in der Geschichte Deutschlands. Und wir wollen, dass Bürgerinnen und Bürger und die demokratischen Institutionen und der Staat wieder zusammenwachsen und nicht sich weiter auseinanderhalten. Das war eine gute Idee, habt ihr uns geschrieben, gesagt, angerufen, das unterstützt. Vielen Dank dafür, dass das so gut geklappt hat, liebe Freunde und Genossinnen und Genossen. Letzte Bemerkung, nun wird das morgen eine demokratische Wahl geben und dann wird es eine Entscheidung geben. Und wie immer die Entscheidung aussieht, ich glaube, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, aber nicht nur wir, sondern alle, die in unserem Land Verantwortung verspüren für die Entwicklung unseres Landes, wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir haben gemerkt, immer mehr, jedes Jahr, dass es eine wachsende Kluft gibt zwischen unserer Bevölkerung und Parteien und demokratischen Institutionen. Es kann uns nicht kalt lassen, dass die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in Richtung 30% und weniger geht. Es kann uns nicht kalt lassen, dass die Landtagswahlen bei unter 40% landen und dass die Bundestagswahlen auch inzwischen nur noch bei 70% Beteiligung sind. Das kann uns nicht egal sein. Und wir können nicht einfach beklagen und dann so weitermachen wie bisher. Deswegen, glaube ich, wird es auch darum gehen, mit Joachim Gauck und vielen anderen, die sich darum Sorgen machen, auch in anderen Parteien, nachzudenken über die Frage, wie können wir das Brücken bauen zwischen denen, für die wir ja eigentlich arbeiten und die das Land ausmachen, also der Bevölkerung unseres Landes, und diesen demokratischen Institutionen wieder mehr Brücken bauen. Und übrigens, in 5 Jahren, wenn die nächste Wahl zum Bundespräsidenten ansteht und möglicherweise Joachim Gauck dann keine Lust mehr hat zu kandidieren, dass wir dann unsere Erfahrung dieses Jahres nicht vergessen haben. Denn, seien wir ehrlich, bis wir es das zweite Mal genauso begründen und anlegen wie dieses Mal, wird es eine ganze Reihe von Menschen geben, die sagen, na, das war eine taktische Entscheidung, solange sie keine echte Mehrheit haben. Glaubwürdig wird der Umgang mit dem Amt des Bundespräsidenten dann auf Dauer, wenn wir es, und das wird so lange nicht dauern, auch wiederholen, wenn wir eine eigene Mehrheit zur Durchsetzung eines Kandidaten hätten und trotzdem darauf achten, dass wir anders damit umgehen. Der klatscht jetzt so, weil er natürlich auch mal gucken will, ob wir das einlösen. Ich habe ihm gesagt, ein Vorsitzender der Sozialdemokratie kann versprechen, dass er sich darum kümmert, wenn er dann noch Vorsitzender ist. Das ist bei der SPD, sagen wir mal, eine Sache, die werden wir miteinander erleben, sagen wir es mal so. Aber für Frank-Walter Steinmeier und mich gilt, das meinen wir ernst. Das ist kein hohles Versprechen am Vorabend einer solchen Wahl. Und wir werden auch danach, egal ob Joachim Gauck Bundespräsident ist oder nicht, mit ihm gemeinsam Vorschläge erarbeiten, wie wir mit anderen Demokratinnen und Demokraten, egal ob sie in einer Partei sind oder nicht, dieses Thema weiter bearbeiten können.
denn ich finde es ein schönes Erlebnis in diesen Wochen zu sehen, dass alles Quatsch mit der Politikverdrossenheit, es mag sein, dass es Parteienverdrossenheit gibt, daran müssen wir arbeiten, aber die Leute dieses Landes in ihrer großen Mehrheit wollen zustimmen zu unserem Land und sie wollen einen Repräsentanten, der ihnen diese Zustimmung erleichtert und befördert. Und das ist Joachim Gauck und deswegen wählen wir ihn morgen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Hilfe.